So wie vor 100 Jahren. Prozession des Oranjeordens im nordirischen Kilrea. Sie stehen in der Tradition protestantischer Unionisten, die Nordirland untrennbar als Teil des Vereinigten Königreichs begreifen. Gedenkgottesdienst für die gefallenen Brüder zu Zeiten der großen Unruhen zwischen nordirischen Protestanten und irischen Katholiken. Ich bin hier, weil ich verstehen will, warum der Streitpunkt der Austrittsverhandlungen Großbritanniens aus der EU immer wieder Nordirland ist. Ein Monat in Nordirland. Hier ist die blutige Vergangenheit noch präsent. Das machen wir zu Ehren unserer ermordeten Mitglieder aus der Grafschaft Londonderry, die während der Unruhen ihr Leben durch die IRA verloren haben. Jedes Jahr haben wir diesen Gottesdienst, um an den Mord an unseren Brüdern zu erinnern. Wir gedenken ihrer und ihrer Familien. Ich denke, diese Zeit ist vorbei. Niemand will zurück zu all dem Morden. Das sehen hier alle so. Das wird, glaube ich, nicht wieder passieren. Aber wer weiß, sag niemals nie. Never say never, maybe. Ich bin unterwegs in Nordirland. Hier soll sich der Brexit entscheiden. Neben Wirtschaftsfragen ist die Angst, eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland könnte die alten Unruhen zwischen britischen Protestanten und irischen Katholiken neu beleben. Wie real ist das? Boris Johnson ist erst kurz im Amt. Er will raus aus der EU. Sie glauben immer noch, dass das Parlament den Brexit blockieren kann. Und je länger diese ganze Sache läuft, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir gezwungen sind, ohne Deal zu gehen. Das will ich nicht. Aber unsere europäischen Freunde müssen Kompromisse machen. Es ist Ende September. Gut ein Monat bis zum geplanten Brexit. Ich bin auf dem Weg in eine Stadt, von der ich nicht mal weiß, wie ich sie nennen soll. Denn nicht mal auf den Namen der Stadt können sich Katholiken und Protestanten einigen. Immer wieder sind die offiziellen Straßenschilder übersprüht. Die Iren sagen Derry, die Briten Londonderry. Seit den 60er Jahren war Derry einer der Spielplätze für den Nordirland-Konflikt. Britische Soldaten erschossen Zivilisten. Die IRA terrorisierte, tötete und vertrieb britische Protestanten. Insgesamt wurden durch den Konflikt bis zum Friedensabkommen 1998 mehr als 3000 Menschen getötet. Seitdem habe ich wenig aus Nordirland gehört. Bis zur Diskussion um den Brexit. Hier will ich in den nächsten Wochen begreifen, was der Austritt Großbritanniens aus der EU für die Menschen bedeutet. Warum es so schwer ist, für Nordirland eine Lösung zu finden. Wenige Meilen vom Stadtzentrum entfernt verläuft die Grenze zur irischen Republik. Ich treffe Michael Doherty aus Irland. Er betreibt einen Holzhandel, macht Geschäfte im Norden und Süden. Sie kennen die Grenze noch von früher? Ja, aber wissen Sie, für uns, die wir hier leben, gibt es keine Grenzen. Wir sehen die Grenze nicht. Sie ist unsichtbar. Als wären es verschiedene Landkreise. Haben Sie auch Landkreise oder Regionen in Deutschland? Ja, die haben wir. Da gibt es keine Grenzen. Hier ist das County Donegal und hier das County Derry. Ich sehe da keine Grenze. Und doch wird der kleine Vorort Kildare durch eine Staatsgrenze geteilt. I suppose
Momentan gibt es ja keine harte Grenze. Und abgesehen vom Geschäft, für die Gemeinde hier, Nord oder Süd, würde eine harte Grenze eine Teilung des Ortes bedeuten. Und ich bin froh, dass wir das hier nicht haben. Das ist ganz wichtig, denn ich wüsste gar nicht, wie die Leute hier leben wollten. Wenn du was im Pub trinken willst oder zur Kirche gehst oder zu Geschäften, dann müsstest du eine harte Grenze passieren, um Milch zu kaufen. Wie weit ist die Grenze denn weg? Können Sie mir die zeigen? Sie sind schon da. Da ist die Grenze. Wenn Sie sie sehen wollen, hier entlang. Das ist die Grenze. Meine Nachbarn sind auf der einen Seite, ich auf der anderen. Was heißt das? Sie zahlen in Sterling und die in Euro? Oder? Nicht mal das. Sie können hier überall einkaufen und mit Euro oder Pfund bezahlen. Das macht keinen Unterschied. Und alle hier rechnen fair ab, weil sich das so gehört. Wie es hier weitergeht? Wenige Wochen vor dem geplanten Brexit weiß Michael Doherty das noch immer nicht. Und wie bereiten Sie sich vor? Wie soll man sich auf etwas vorbereiten, von dem man nicht weiß, was kommt? Das geht nicht. Wir wissen nicht, was kommt. Als Theresa May noch an der Macht war, hatten wir eine Idee. Und dann kam Boris und alles ist anders. Ich kann mich nicht auf etwas vorbereiten, wenn ich nicht weiß, was kommt. Trotzdem muss ich Gehälter bezahlen. Die Menschen müssen von irgendetwas leben. Aber das schaffen wir schon. Wir wissen nur nicht, wie. Die Unsicherheit lässt Raum für Ängste. Meine größte Angst ist, dass die Leute davor zurückschrecken, die Grenze zu überqueren, um einzukaufen. Das ist doch Wahnsinn. Alle Läden hier in der Gegend haben Angst. Angefangen von den Geschäften bis hin zu den Tankstellen, Kneipen und Cafés, dass die Leute die Grenze nicht mehr überqueren. Dass diese Tradition des Hin und Hers, dieses Lebens ohne Grenze aufhört. Auf beiden Seiten. Die Leute im Norden haben Angst davor, dass niemand mehr aus der irischen Republik kommt und umgekehrt. Die Leute hier mögen keine Grenzposten. Wie wenig manche hier Grenzposten mögen, werde ich gleich noch erfahren. After 250 yards, leave the roundabout at the second exit and follow Chipley Street. Ich bin in der Bishop Street in Derry, im Stadtzentrum, vor dem Gericht. Hier explodierte Anfang des Jahres eine Autobombe, mitten in der Nacht. Dass niemand zu Schaden kam, pures Glück. Wenige Minuten vor der Explosion lief hier noch eine Gruppe Jugendlicher am Fahrzeug entlang. Zum Anschlag bekannte sich die neue IRA, die mit Terroranschlägen den Abzug aller Briten aus dem Norden Irlands erreichen möchte. 3 Monate später der nächste Anschlag. Aus Versehen erschoss die neue IRA die junge Journalistin Lyra McKee, die nah an einem Polizeiauto stand. Viele in der Stadt machen für die Angriffe der neuen IRA auch die irisch-republikanische Extremistenpartei Zero verantwortlich. Aus Protest beschmierten sie deren Parteizentrale. Zero sei das politische Aushängeschild der neuen IRA. Wer ist diese Partei? Immer wieder rechtfertigt sie Gewalttaten als Freiheitskampf. Nach langem Hin und Her, vielen Zu- und Absagen, ist Zero dann doch bereit zu einem Interview. Mehrfach hat mich der Parteisprecher in den letzten Wochen wieder und wieder versetzt. Und auch diesmal ist niemand da. Hallo Patrick, wie geht es Ihnen? Wir stehen schon vor der Parteizentrale. Wieder warten.
dann kommt er endlich. Hey. Der Sprecher der Partei ist dieser junge Mann. Patrick Gallagher hat heute mehrere Journalisten geladen. Seit der Brexit-Diskussion ist das Interesse groß. Selbst Journalisten aus Japan interessieren sich für die radikale Kleinstpartei. Wie werden die Extremisten von Ciro reagieren, wenn Nordirland die EU verlässt? Patrick Gallagher ist Ende 20. Hauptberuflicher Aktivist und Sprecher von Ciro. Ich will wissen, wie er zu den gewalttätigen Attentaten steht. Was sagt er zur erschossenen Journalistin? Wie stehen Sie zu zivilen Opfern? Nun, der Verlust jedes zivilen Lebens ist eine Tragödie. Eine klare Distanzierung klingt anders. Wir leben auf besetztem Gebiet. Es gibt 6 Kreise in Irland, die noch immer unter britischer Besatzung stehen. Das sind die 6 besetzten Kreise. Und weil Nordirland besetzt sei, gelte hier Kriegsrecht und die Iren hätten ein Recht auf Selbstverteidigung. Männer und Frauen engagieren sich für die Revolution, für den Widerstand gegen den britischen Staat. Schauen Sie sich die Geschichte des Widerstands an. Das gibt es schon sehr lange. Und ich kann nur vermuten, dass solche Widerstandsaktionen andauern, solange die Briten hier bleiben. Ciro versteht das. Wer sind wir denn, dass wir die Taten von Iren verurteilen, die so Widerstand leisten? Ihre Partei mache so etwas nicht, sagen Sie. Aber sind Grenzposten nicht begehrte Ziele für solche Attacken? Posten an der Grenze oder andere Kontrollpunkte? Das wüsste ich nicht, denn Ciro ist nicht an solchen Attacken beteiligt. Dennoch, aus der Geschichte wissen wir, dass Grenz- oder Zollkontrollposten an der britischen Grenze in Irland immer wieder angegriffen wurden. Deshalb gehe ich davon aus, dass das auch in Zukunft so sein wird. Ciro steht in einer langen Tradition von irischen Dissidenten. Früher galt Sinn Féin als politischer Arm der IRA. Doch die sahen irgendwann ein, dass Mord und Totschlag keine Lösung bringen. Seitdem terrorisieren neue IRA-Zellen das Land und es gibt neue Radikalparteien wie Ciro. Sie berufen sich auf das Unrecht britischer Besatzung aus dem vergangenen Jahrhundert. Und diese Herren haben schon 1916 gekämpft? Ja, sie bildeten die Spitze der provisorischen Regierung der Irischen Republik. Sie wurden von der britischen Armee erschossen. Das hier sind die 10 Hungerstreikenden, die ihr Leben für die irische Freiheit gegeben haben. Sie haben dagegen gehalten, kriminalisiert zu werden. Das sind IRA-Mitglieder, Männer und Frauen. Einige von ihnen wurden getötet. Hier gedenken wir ihres Kampfes und ihres Lebens für den immer noch andauernden Kampf um die irische Freiheit. Der Bürgerkrieg in Nordirland sei seit 1998 beendet, dachte ich. In West Belfast treffe ich Marisa McClingy. Die Hochschulprofessorin gilt als die Expertin für republikanische Extremisten. Menschen, die wie Patrick heute noch von einer britischen Besatzung Irlands sprechen. Sie erklärt mir, für viele von ihnen sei der Konflikt noch immer nicht beendet. Sie führten den Kampf der 1970er und 80er Jahre weiter. Das ist Bobby Sands, der in den Hungerstreik trat. Bobby ist eine Ikone für irische Republikaner. Seine Schwester Bernadette Sands McDavid hat später gesagt, mein Bruder ist nicht dafür gestorben, später ein gleichberechtigter britischer Staatsbürger in einem nordirischen Staat zu sein. Marisa McClingy ist hier im katholischen West Belfast aufgewachsen. Sie forscht seit Jahren zu irischen Extremisten. Wie erlebt sie die Brexit-Diskussion? Sie nimmt mich mit in die Linenhall Library. Müssen wir mit neuer Gewalt rechnen? Oh,
Wie werden die Dissidenten denn auf Grenzposten oder auf andere Zollkontrollen, die gerade diskutiert werden, reagieren? Wichtig ist erst einmal zu verstehen, dass die sogenannten republikanischen Dissidenten gar nicht auf den Brexit reagieren. Das, was wir gerade erleben, ist, dass diese Republikaner nur versuchen, die Aufregung um den Brexit für sich zu nutzen. Sie wollen von der Instabilität profitieren, die die Brexit-Diskussion mit sich bringt. Davon abgesehen werden diese Gruppen weiter agieren, weil sie sich in einer Linie mit den republikanischen Widerstandskämpfern für ein vereintes Irland sehen. Bis hierhin dachte ich, der Brexit sei der Grund für die neuen Unruhen. Doch die Sache ist komplizierter. Wir erleben großes mediales Interesse an diesem Thema wegen der Verunsicherung durch den Brexit. Natürlich geht es um eine Grenze in Irland oder einen Backstop, der Nordirland de facto in der EU hält. Schauen Sie sich Organisationen an wie die neue IRA oder CIRU, von der wir ausgehen, dass sie der politische Arm dieser IRA ist. Sie nutzen das aus. Wir beobachten seit Januar sehr viel Aufregung, seit der Autobombe in Derry, zu der sich die neue IRA bekannte. Hinzu kam eine weitere Bombenexplosion an der Wattle Bridge durch eine andere IRA-Gruppe, ein weiterer Anschlag auf die Polizei. Und so rücken diese Gruppen wieder in das Zentrum internationaler Berichterstattung. Alle wollen wissen, was passiert, wenn es zu einer harten Grenze kommt. Marisa zeigt mir eine der vielen Peace Walls, Friedensmauern in Belfast. Mauern, die Protestanten von Katholiken fernhalten sollen und umgekehrt. Und diese Peace Walls sind noch immer in Betrieb? Oh ja, die Peace Walls werden noch immer eingesetzt. Es gibt heute sogar mehr Peace Walls als vor dem Friedensabkommen 1998. Hier passieren wir gerade den Posten. Auf der britischen Seite gibt es pro-israelische Wandgraffitis von den Unionisten. Und dann gleich kommen die Graffitis der irischen Republikaner. Dass keine Kapitulation vor der EU, ist aber noch von den radikalen Loyalisten. Ja, wir sind auch noch nicht drüben. Und diese Straßensperre wird immer noch geschlossen? Die Sperren werden geschlossen und keiner kommt durch. Mehr als 20 Jahre nach dem Karfreitagsfriedensabkommen werden hier nachts noch immer die Tore geschlossen, um Unruhen zu vermeiden. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie viel Hass hier noch in der Gesellschaft zu finden sein muss. Hass von beiden Seiten. Denn nicht nur die IRA war für den Terror verantwortlich. Auch bei den Protestanten oder Loyalisten, die sich unbedingt als Teil des Vereinigten Königreichs sehen, gab es Paramilitärs, die gemordet haben. Und auch hier gibt es heute Scharfmacher, die den Brexit für ihre Propaganda nutzen wollen. Jimmy Bryson ist Hardcore-Brexiteer und Loyalist. Immer wieder kam er mit der Polizei in Konflikt. Yeah, and this is a decommissioned gun from the wartime. Das hier ist ein stillgelegtes Gewehr aus der Kriegszeit. Das darf man besitzen. Wir haben ein Zertifikat, das belegt, dass es stillgelegt ist. Das ist ganz legal. Dieses hier ist von der Kavallerie. Das da oben ist von der Ulster Volunteer Force von 1912, auch stillgelegt. Das wurde im Krieg eingesetzt, funktioniert aber nicht mehr. Wir dürfen es besitzen, man kann damit nicht mehr schießen. Sie waren aber auch in einen Vorfall mit einer Wasserpistole oder Waffe verwickelt? Worum ging es da genau? Ja, ach so. Ich hatte einen kleinen Schlagstock dabei, so einen kleinen aus dem Urlaub. So etwas, das man als Souvenir kauft. Und die Polizei war ganz begeistert davon, eine Waffe bei mir gefunden zu haben. Aber das war nur ein kleiner Schlagstock, ein Souvenir aus dem Urlaub, den man als Andenken mit nach Hause bringt. Aber das ist unsere Polizei. Nutzlos. Von der Polizei hält er wenig. Mehr von paramilitärischen Gruppen wie der protestantischen Ulster Volunteer Force, die von Großbritannien als terroristische Vereinigung eingestuft wird. Jimmy Bryson sieht das anders.
Wofür brauchen Sie denn eine paramilitärische Gruppe? Sie haben doch eine Armee und die Polizei. Während des Konflikts haben Armee und Polizei wieder und wieder bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, Protestanten oder Unionisten zu beschützen. Protestanten wurden auf der Straße niedergeschlachtet. Schauen Sie sich nur den Vorfall bei Kingsmill an. 10 protestantische Arbeiter wurden von der IRA an einen Bus gestellt und niedergeschossen. Deshalb glauben viele Leute, egal ob zu Recht oder Unrecht, dass es völlig legitim ist, als protestantische Loyalisten zurückzuschlagen und sich selbst zu verteidigen. Ich war immer der Meinung im Kontext dieses Konfliktes, dass die Ulster Volunteer Force uns Loyalisten verteidigen darf. Das ist meine Meinung. Vielleicht ist die nicht populär, aber deshalb ändere ich sie nicht. Und welche Rolle spielt der Brexit? Was der Brexit gemacht hat, ist uns zu zeigen, dass wir uns entscheiden müssen. Wir wollen uns von der EU abspalten, von Irland abspalten, mit einer echten Zollgrenze. Eine Seite wird also gewinnen, die andere verlieren. Diese Entscheidung muss kommen, da gibt es keinen Ausweg. Was würde denn passieren, wenn Großbritannien in der Europäischen Zollunion bleibt oder nur Nordirland? Für Sie doch ein Albtraum. Ich denke, die Unionisten würden in Scharen auf die Straße rennen und protestieren. Ist es nicht wahrscheinlich, dass es dann auch zu Gewalt kommt? Ich denke schon, dass es schwierig wird, solche Massen zu kontrollieren. Und wenn Nordirland etwas übergestülpt wird, das unsere Rechte beschneidet, dann strömen die Massen auf die Straße. Das ist ganz natürlich, das orchestriert niemand. Dann wird es schwer, das unter Kontrolle zu halten. Wissen Sie, das kann dann in Gewalt umschlagen. Da genügt ein Funke, ein kleiner Vorfall. Und es wird noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Wenn der Geist erst einmal aus der Flasche ist, wird es schwer, ihn wieder einzufangen. Natürlich sind Extremisten wie Jamie Bryson oder Patrick Gallagher in der Minderheit. Aber in einer Stadt wie Londonderry oder Derry sieht man, wie gespalten die Gesellschaft heute noch ist. Auf der einen Seite, in Bogside, leben überwiegend die Iren. Da finde ich IRA-Graffitis und den Ruf nach einem geeinten Irland. Auf der anderen, Waterside, leben mehr Briten oder Protestanten. Dort sind die Bordsteine teils in den Farben der britischen Flagge. Dazu britische Graffitis. Hier besuche ich einen Kommunalpolitiker. David Ramsey ist im Stadtrat für die konservative Unionistenpartei DUP. Das ist noch eine recht junge Nachbarschaft. Viele Kinder und junge Familien. Wir sind schon die ältere Generation. Danke. Es ist sehr ruhig. Ich kann hier nachts mit dem Hund spazieren gehen und man kann eine Stecknadel fallen hören. Hier ist es wunderschön. Aber wenig Flaggen. Oh, während der Saison schon. Oder beim Jubiläum der Queen. Das Viertel sah großartig aus, eine unglaubliche Atmosphäre. Und bei königlichen Hochzeiten erst, wie das hier aussah. Das ist britische Kultur. Das macht Spaß. Auch der neue Premierminister bereitet David Ramsay wahre Freude. Boris Johnson erinnert mich an Churchill, genauso britisch. Er setzt sich für Großbritannien ein, für sein Land. Darum geht es. Nur weil ich Patriot bin und mein Land liebe, haben die anderen hier ein Problem damit. Ich liebe es, wo ich lebe. Das ist doch verrückt. David Ramsay versteht die ganze Diskussion um die Grenze nicht. Das sei alles nur vorgeschoben, um den Brexit zu verhindern. Die irische Republik hat doch schon eine Grenze. Die sagen immer, da sei keine Grenze. Aber wie kann es sein? Immer wenn ich etwa zu einem Fußballspiel nach Dublin fahre, werde ich kontrolliert. Das kenne ich von vielen Ländern. Ich schaue mein Leben lang Fußballspiele. An der Grenze halten sie mich an und kontrollieren meinen Pass. Was geht hier vor? In den Medien behaupten sie immer, es gebe keine Grenze. Die irischen Republikaner behaupten das. Aber ihre Pässe werden doch auch kontrolliert, aus Nordirland. Das ist doch ein großer Mythos.
Das ist doch ein Spiel der EU. Es passt der EU nicht, dass Großbritannien, dass das Vereinigte Königreich austreten will. Das passt der EU nicht. Wir wollen kein föderales Europa. Das wollten wir nie. Es gibt immer einen, der es zuerst durchziehen muss. Ich war überrascht, dass die Italiener nicht die Ersten waren. Aber die gehen doch auch noch. Zweiter Oktober. Parteitag der Konservativen in Manchester. Noch immer hat Johnson nicht verraten, wie der Deal mit der EU aussehen soll. Aber der 31. Oktober als Austrittstermin stehe fest. Lassen Sie uns den Brexit durchziehen. Wir können, wir müssen, wir werden. Obwohl es uns das Gesetz nicht einfacher gemacht hat. Warum die Briten aus der EU wollen, hat Michael Dougherty nicht verstanden. Er verbindet vor allem Positives mit der europäischen Gemeinschaft. Grenzbewohner wie er profitierten davon doch jeden Tag. Die Europäische Union ist doch der Schlüssel. Durch sie kam die Grenzöffnung. Dadurch konnten wir problemlos passieren. Und jetzt soll das Rad der Zeit zurückgedreht werden. Wie das aussah, will er mir zeigen. Noch sind wir in Nordirland. Aber wir überqueren in 100 Metern die Grenze nach Süden. Das ist ein alter Grenzposten. Der ist inzwischen zu, seit 20 Jahren oder so. Lassen Sie uns hoffen, dass er nicht mehr aufmacht. Wäre Ihr Geschäft denn vor 20 oder 30 Jahren möglich gewesen, bevor die Grenze fiel? Nein. Als die Grenze noch da war? Ja, vor Maastricht wäre Ihr Geschäft da möglich gewesen? Nein, das hätte nicht funktioniert. Das hätte zu viel Zeit gekostet. Erst hätte ich zum Zoll gemusst. Erst zu einem Zollbeamten, der die Ladung meines Lkw überprüft. Dann hätte ich ihm Zoll zahlen müssen, plus Papierkram. Dann musste ich Geld für den Agenten, der die Papierkram für die Customs vorbereitet. Und dann wäre noch einmal alles überprüft worden. Und auf der anderen Seite der Grenze ging das Spiel von vorne los. Das hätte viel zu viel Zeit gekostet. Wenn jemand bei mir dann etwas kaufen möchte, oder überhaupt irgendetwas kaufen möchte, dann wird das teuer, denn Zeit ist Geld. Das macht Produkte teuer, weil Arbeitszeit verschwendet wird plus Zollgebühren. Gut 100 Kilometer weit entfernt in Newry veranstaltet Zero einen Gedenkmarsch zu Ehren von IAA-Häftlingen, die 1981 bei einem Hungerstreik ums Leben kamen. Mit dabei Patrick Gallagher in paramilitärischer Kleidung. Ein, vielleicht 200 Sympathisanten laufen durch die Stadt. Die Polizei ruft über Lautsprecher, die Veranstaltung sei verboten. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Diese Parade verstößt gegen die Vorgaben der Paradekommission. Ihnen droht nun Strafverfolgung. Die paramilitärische Uniform und die Fahnen waren im Vorfeld untersagt worden. Eine kleine Minderheit bestimmt das Bild. Nicht nur an diesem Samstag. Parteien wie Ciru streben nicht nach politischen Mehrheiten. Sie kandidieren nicht bei Wahlen, weder national noch lokal. Sie sehen sich als elitäre Spitze. Sie wollen die Einigung Irlands durch eine Revolution herbeiführen. Trotz Verbots, die Polizei schreitet nicht ein, lässt die Demonstranten marschieren. Höhepunkt, Fahnenappell auf einem Spielplatz. Benannt nach einem IAA-Terroristen.
Dazu Reden zu Ehren gefallener Terroristen und gegen Großbritannien. Das alles bei strömendem Regen. So quite ziemlich nass. Yeah. Oh ja. Können Sie erklären, worum es hier geht? Das ist der erste nationale Seaver-Hungerstreik-Gedenkmarsch. Zu Ehren der Gefangenen, die ihr Leben für die irische Freiheit gaben. Und was hat es mit der Art, wie Sie marschiert sind, auf sich? Ein traditioneller republikanischer Marsch. Und was war das für ein Inspektor, der Ihnen die ganze Zeit Anweisungen gegeben hat? Das war Teil der Tradition. Normalerweise müssen solche Paraden ja bei der Paradenkommission angemeldet werden. So sieht es das Gesetz vor. Ja, kann sein. Aber Sie haben das nicht gemacht? Offensichtlich erleben wir hier Unterdrückung durch die britischen Besatzer. Das haben wir heute erlebt und das erleben wir jedes Mal bei republikanischen Märschen. Militärisch anmutende Aufmärsche und Verständnis für Autobomben und Gewalt. Und die Brexit-Diskussion gibt diesen Menschen neuen Auftrieb. In Londonderry bereitet sich auch David Ramsay auf eine Parade vor. Die ist allerdings genehmigt. Was ist das hier? Nun, wir stellen den Sicherheitsdienst. Früher in den 90er Jahren gab es ernsthafte Zwischenfälle bei den Paraden, Konfrontationen und so. Wir sind alle professionell ausgebildet. Das haben wir gemacht, um unser Recht auf Versammlungsfreiheit durchzusetzen. Sonst wurde nämlich Druck auf die loyalistischen Orden ausgeübt von Seiten der irischen Republikaner. Und das ist viel besser geworden, seitdem wir unsere Sicherheit professionalisiert haben. Wir alle haben auch Lizenzen. Das ist von den Sicherheitsbehörden des Vereinigten Königreichs. Lassen Sie uns über Ihre Krawatte sprechen. Sie sind ein Apprentice Boy? Ja, ich bin ein Apprentice Boy. Die Krawatte repräsentiert meinen Club. Jeder kennt den berühmten Ruf während der Besetzung unserer Stadt, als die Katholiken versucht haben, unsere Mauern zu überwinden. No Surrender, keine Kapitulation. Mein Club ist der No Surrender Elternclub. Mein Club ist nach dem Ruf über die Mauern benannt, wann immer wir besetzt wurden. No Surrender. Wir erinnern an eine der größten Belagerungen der britischen Geschichte. Das ist es, was David Ramsay unter Tradition versteht. Er feiert vor allem militärische Erfolge aus dem 17. Jahrhundert gegen die Katholiken. Auch bei der Parade heute geht es um seine Vorfahren, die Stadtmauern gegen die Iren verteidigt haben. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Heute ist Campsie-Tag zu Ehren von Henry Campsie. Und wir sind für die Parade verantwortlich. Kennt jeder die Strecke der Parade? Vor allem du, Trevor, denn du führst die Parade an. Und dann marschieren sie. Verschiedene Kapellen und Apprentice Boys aus ganz Nordirland. Von der Waterside geht es auf die andere Seite der Stadt. Da, wo vor allem Iren wohnen. Und solche Paraden wären in einem vereinten Irland nicht möglich? Genau, die gäbe es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht im Süden. Aber hier bei uns kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Die Republikaner wollen doch nur ein Irland für Republikaner, ohne Diskussion. Würden sie uns respektieren? Nein, würden sie nicht. Doch nicht alle irischen Nationalisten sind gleich. Voller Stolz ziehen die Protestanten auf die andere Seite der Stadt. Da, wo fast nur Iren leben. Immer wieder sorgten in der Vergangenheit solche Paraden für Unmut
und Provokation. Unsere Kultur wurde missbraucht. Das genau meine ich. Wir haben aber gelernt, in dieser Stadt leben 80% Iren. Und wir halten Paraden ab ohne Zwischenfälle. Außer, dass mal einer schreit und uns beleidigt. Also Hasskriminalität gibt es schon. Warum ist Ihnen das eigentlich so wichtig, dass Sie durch die katholische Altstadt prozessieren? Hey, ich hab ihn. Ich hab ihn da erwischt. Was ist passiert? Erwischt. Ich habe sein Nummernschild und alles. Was ist passiert? Da hat einer ihr Oranier-Wichser gerufen. Und jetzt? Ja, das ist ein Hassdelikt. Das wird verfolgt. Beleidigungen und Provokationen gibt es in Nordirland, aber bis heute von allen Seiten. Etwa in der Nacht zum 12. Juli. Auf riesigen Lagerfeuern verbrennen Briten die irische Fahne. Dazu Volksfeststimmung. Einen Monat später verbrennen die Iren dann den Union Jack. Das Friedensabkommen von 98 hat die beiden Lager nicht gänzlich versöhnt. Und die Diskussion um den Brexit, um neue Grenzen, befeuert die alten Konflikte. 17. Oktober. Boris Johnson verkündet den Durchbruch. Es ist ein großer Erfolg für unser Land, für das Königreich. Es ist auch ein großes Ergebnis für unsere Freunde in der EU. Das bedeutet, wir im Vereinigten Königreich können als Ganzes aus der EU austreten. Eine Grenze zwischen Nordirland und der irischen Republik soll es de facto nicht geben. Stattdessen Kontrollen zwischen dem britischen Festland und Nordirland. Für die Unionisten oder Protestanten ein schwerer Schlag. Belfast Con Club. Nach Boris Deal treffen sich Hardcore-Brexiteers und gewaltbereite Loyalisten. Filmen unerwünscht. Hör auf zu filmen, solange da Leute stehen. Wie bitte? Hör auf zu filmen. Man kann doch gar keine Gesichter erkennen. Hör auf zu filmen. Jemand hat gesagt, du sollst aufhören zu filmen. Warum? Weiß ich nicht. Hör auf zu filmen, solange da Leute stehen. Okay. So. Wie werden sich die protestantischen Extremisten verhalten? Wie zufrieden sind sie mit dem, was Johnson ausgehandelt hat? Jamie Bryson tritt vor die Kameras. Für ihn ist der Kompromiss nicht hinnehmbar. Die Katholiken oder Iren hätten auf ganzer Linie gesiegt. Das Volk hat gesprochen, die Unionisten und Loyalisten. Die Leute haben diesen einseitigen Friedensprozess satt. Sie werden kein wirtschaftlich vereinigtes Irland akzeptieren. Das ist unsere Botschaft an Boris Johnson. Am nächsten Morgen treffe ich auf einen ziemlich zerknirschten David Ramsay. Von der Vorfreude auf den Brexit ist nichts mehr zu spüren. Sie sind ziemlich enttäuscht vom Verhandlungsergebnis? Ja, sicher. Ich hatte mehr Hoffnung bezüglich des Brexit. Ich kann immer noch nicht glauben, dass diese Gewalt und diese Drohungen den Menschen so viel Angst vor dem Brexit machen. Ich dachte, wir leben in einer Demokratie. Es macht mir wirklich Angst, was ich heute gehört habe. Nordirische Geschäfte brauchen spezielle Papiere, um Waren aus dem Vereinigten Königreich zu importieren. Das ist doch verrückt. To import from the UK. It's ridiculous.
Und nur weil Leute gesagt haben, wenn es eine Grenzinfrastruktur gibt, dann sind das doch Ziele für Terroristen. Das ist ein trauriger Tag für die Demokratie. Terroristen sagen, wo es lang geht. Was ist mit Boris Johnson passiert? Ja, wie ich immer sage, die Mehrheit entscheidet. Er ist definitiv angeknickt. Er hat ohne Frage Nordirland fallen gelassen. Dummerweise sind wir nur ein kleines Stück vom Kuchen. Ginge es nach ihm, sollte Großbritannien jetzt lieber in der EU bleiben, als diesen Deal anzunehmen. Die Frage nach dem Brexit, es ist für Protestanten wie David auch eine Frage der Identität, der Zugehörigkeit. Für Michael und viele andere im Grenzgebiet wäre es das Einfachste, es bliebe alles, wie es ist. Und da geht es zur Kneipe? Wenn wir zur Kneipe wollen, müssen wir über die Grenze. Jetzt haben wir die Grenze passiert. Haben Sie eine Linie gesehen? Nein. Es gibt keine. Wie geht's? Was halten Sie von der ganzen Sache? Ich finde das alles seltsam. Gerade wenn man die Geschichte dieser Gegend betrachtet und welche Fortschritte sie im Friedensprozess gemacht haben. Ja. Das ist seltsam. Aber wenn Sie hier leben würden, fänden Sie das normal. Das alles ist für uns Alltag. Das hier ist der Fluss. Der Fluss ist die Grenze? Hier ist der Norden, da der Süden? Ja, genau, hier führt der Fluss lang. Auf der Seite geht es hier herum. Und als Sie aufgewachsen sind, hatte diese Grenze eine Bedeutung? Ja, hier waren immer Soldaten in der Gegend. Immer. Das war die Grenze und es gab immer Ärger. Die haben über die Grenze hinweg geschossen. Regelmäßig wurde geschossen. Gerade nachts gab es ständig Zwischenfälle. Im Pub treffen wir auf Michaels Freund William. Er diente in der britischen Armee, kann allerdings mit den Provokationen zwischen Protestanten und Katholiken so wenig anfangen wie Michael. Niemand sollte die Flagge verbrennen. Das ist doch respektlos. Warum passiert das noch? Es gibt doch intelligente Menschen auf beiden Seiten. Einige sind einfach nie zufrieden. Ich denke, wenn wir ein vereinigtes Irland hätten, würden sie sich immer noch beschweren. Genauso, wenn wir ein rein britisches Nordirland hätten. Da ist es schwer, einen Kompromiss zu finden für diese Leute. Wissen Sie, ich finde es so verletzend, wenn protestantische Loyalisten die Trikolore, also Michaels Fahne, verbrennen. Genau. Und ich mag nicht, wenn sie den Union Jack verbrennen. Ich verstehe das einfach nicht. Und welche Rolle spielt dabei der Brexit? Die Extremisten sind hier eigentlich immer weniger geworden. Aber dieses Brexit-Ding gibt ihnen einen Grund weiterzumachen. Nicht wahr, William? Genau so ist es. Es ist eine Ausrede. Um Unruhe zu stiften. Ja, sie wollen Unruhe. Der Brexit. Für Extremisten mag er nur eine Ausrede sein für neue Gewalt. Die Dynamik aber, die der EU-Austritt für den fragilen Frieden in Nordirland hat, ist kaum abzusehen. Wenn die Briten denn wirklich gehen. Nächster Versuch, Freitag, 31. Januar 2020.